Wechseljahre sind die Postpubertät, die zweite Volljährigkeit, die große Sondierungsphase vorm Alter. Noch ist alles möglich, es sei denn, der Lack ist ab. Ein Zitat von, witzigerweise, Desiree Nick. Und das habe ich mir rausgesucht, denn es passt hervorragend zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir sprechen über das Thema Wechseljahre. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Norsan, unser Omega-3-Ölpartner. Und natürlich spielen Omega-3-Fettsäuren idealerweise in Form von EPA und DHA, wir empfehlen euch also das Omega-3-Totalöl oder die Kapseln, eine ganz besondere Rolle beim Thema Wechseljahre. Denn nicht nur bei stillen Entzündungen können diese schützen, sondern haben auch positive Auswirkungen auf kognitive Funktionen und Symptome wie Angst und Depression. Das zeigt auch eine Studie aus dem Jahr 2022, die haben wir euch auch in die Shownotes gepackt, genauso wie den Link zum Norsan-Shop, in dem ihr immer die frischeste Charge an hochqualitativen und vor allem hochdosierten Omega-3-Ölen bekommt. PS, bei eurer ersten Bestellung direkt bei norsan.de spart ihr mit dem Code EPIFOOD15 ein kleines bisschen und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß bei unserer neuen Podcast-Folge. Welche Ernährung Sinn macht und wie man lästige Pfunde verliert. Zu Gast haben wir natürlich wieder eine Expertin. Diesmal Dr. Alexa Ivan und ich freue mich sehr, dass du heute in unserer Podcast-Folge bist, denn wir haben uns schon in Norwegen kennengelernt. Wir waren da nämlich auf Reisen zusammen und ja, ich bin fasziniert von deinem Wissen. Ich bin sehr dankbar, dass du heute dir die Zeit nimmst und würde direkt mal das Wort an dich geben. Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall, Feli, weil das ist gar nicht selbstverständlich, finde ich, dass sich Frauen in eurem Alter wirklich schon für dieses Thema interessieren und auch damit auseinandersetzen, weil als ich damals in dem Alter war, da war das irgendwie so gar kein Thema. Ja, das wurde, also weder meine Mutter noch irgendjemand hat da wirklich drüber gesprochen, schon gar nicht öffentlich. Und du wurdest weder aufgeklärt, noch war es ein Thema. Es wurde so ein bisschen totgeschwiegen. Und insofern finde ich das mega, dass quasi das jetzt schon so früh anfängt, dass Frauen vorbereitet werden, dass da quasi noch was kommt im Leben, was ein maximaler Umbruch ist. Ja, also Postpubertät ist ein lustiges Wort. Ich würde immer sagen so, es ist quasi die Rolle rückwärts von der Pubertät. Ne? Also bei der Pubertät machst du ja so, du gehst in dieses ganze Hormonchaos rein. Es fängt alles an und wenn du in die Wechseljahre kommst, dann gehst du auch nochmal in so ein Hormonchaos, aber es hört danach dann eben alles auf. Ne? Ja, genau so ist es. Und in deinem Vortrag, den du auf dem Schiff Richtung Norwegen gehalten hast, hast du ja auch das Thema Wechseljahre angesprochen, obwohl du, wie du schon sagst, tatsächlich Frauen saßen um die 30 rum und hast gesagt, das ist auch für euch ein sehr wichtiges Thema, denn hier gilt es präventiv, weil es gibt halt auch der Punkt, wo dann auf einmal ist soweit und man hat nicht vorgebaut und dann ist dann so eine Sache. Also jeder, der jetzt zuhört, der sagt, nee, also ich beschäftige mich da erst, wenn ich 50 plus bin, du. Nee, es ist auch was für euch. Es ist ein tolles Thema, das wichtig ist und ich glaube, ich habe mich da das erste Mal so richtig damit überhaupt beschäftigt. Ich weiß, dass es ein Thema ist. Ich finde auch, dass es in den letzten Jahren dann doch nochmal mehr Einzug in die Gesellschaft, also wirklich, dass man drüber spricht, diese Nebenwirkungen von Schweiß, lästige Pfunde und was da alles für, ich wollte schon sagen Nebenwirkungen, aber halt was da so alles passiert mit dem Körper. Viele wissen eigentlich so gar nicht richtig Bescheid. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns Frauen gegenseitig aufklären, weil man dann auch, man hat ja dann eine Mama oder eine Tante oder irgendjemand im vielleicht Freundeskreis, Bekanntenkreis, wo man sagt, naja, auch für die ist es relevant und nicht nur für einen selber. Du hast jetzt ein Buch geschrieben, das nennt sich Neustart Wechseljahre. Ich habe schon einen Blick reingeworfen, da ist so viel Wissen drin. Also ich war ganz geplättet. Das hast du zusammengeschrieben mit dem Professor Dr. Ingo Frohböse. Ganz schön. Untertitel ist, wie sie jetzt zur Form ihres Lebens finden. Das heißt mehr oder minder, es geht schon auf was ganz Genaues. Ja, also auf diese lästigen Pfunde, die auf einmal irgendwie auftreten. Ne? Da kommen wir aber später nochmal dazu, weil du hast ja diesen 4-Stufen-Abnehmplan auch im Buch, finde ich richtig cool. Da sind auch Übungen dabei übrigens in diesem Buch, was ich auch mega finde. Also da hast du auch direkt gleich eine Anleitung gegeben mit Fotos. Also für jeden auch, der sagt, ich habe jetzt überhaupt gar keine Beziehung zu Sport oder Übungen. Ihr könnt da ganz entspannt reinrutschen und Rezepte sind auch dabei. Also schönes Buch an dieser Stelle schon mal. Kompliment dafür. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an. Fangen wir an mit unserer ersten Frage, denn man muss ja mal so ganz soft in dieses Thema einsteigen. Welche Prozesse verändern sich bei uns Frauen in den Wechseljahren?
Ja, also fangen wir mal ganz vorne an. Viele Frauen glauben ja, oder so wird es auch irgendwie immer kolportiert, naja, die Wechseljahre ist die Phase, wenn du deinen Zyklus nicht mehr so regelmäßig bekommst und wenn der dann irgendwann aufhört. Und das führt dazu, dass alle Frauen, die noch einen regelmäßigen Zyklus haben, sagen, nee, also in den Wechseljahren bin ich noch nicht. Und das ist aber ein großer Irrtum, weil die Wechseljahre sind eine sehr, sehr lange Zeitspanne. Das kann sich bis hin zu 15 Jahren kann sich das ziehen. Und die fangen sehr viel früher an, als man es an einem unregelmäßigen Zyklus festmachen kann. Also bei den meisten Frauen ist es so, dass so Ende 30, Anfang 40 passiert eine leichte Hormonverschiebung, sage ich mal. Wir haben ja die zwei großen Sexualhormone, einmal das Östrogen und einmal das Progesteron, die sich in einem normalen Zyklus abwechseln. Und die fangen an, so ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu geraten. Und das merkst du aber noch nicht am Zyklus, ja? Also du selber hast noch keinen wirklich so etwas wirklich Manifestes, wo du sagen kannst, ja, das ist es jetzt. Sondern was dann passiert, sind erstmal so total softe Symptome, die man alle auch mit Stress erklären kann, ja? Also man schläft plötzlich, oder nicht alle, aber viele Frauen, ja, schlafen plötzlich schlechter. Haben vielleicht irgendwie Gelenkschmerzen, haben Rückenschmerzen, kriegen Konzentrationsprobleme, können sich Sachen nicht mehr so richtig merken, reagieren gereizt auf kleinere Angriffe oder so, ne, so dieses tägliche, diese Minikämpfe, die man manchmal hat. Plötzlich reagiert man viel gereizter, als man das früher getan hat. Und man stellt dann so manchmal fest und denkt so, boah, also ich mag mich selber nicht mehr so richtig, ja. Und das sind aber alles irgendwie so ganz schleichende, softe Prozesse, wo du immer auch sagen kannst, ja, das liegt daran, ich arbeite gerade viel oder wir bauen gerade ein Haus oder die Kinder sind gerade anstrengend oder irgendwie so, ja. In dem Alter kommen die allerwenigsten auf die Idee, dass das schon irgendetwas mit Hormonverschiebungen hinsichtlich der weiblichen Sexualhormone zu tun haben könnte. Das ist aber so. Das nennt man Perimenopause. Das ist eine jahrelange Phase, bis es dann in die eigentliche Menopause geht, weil die eigentliche Menopause ist wirklich einfach nur der Moment der letzten Regelblutung. Und das weißt du aber erst hinterher. Das weißt du ja quasi erst in der Retrospektiven, ja, okay, das war jetzt das letzte Mal. Wenn das so ist, denkst du ja, naja gut, vielleicht kommst du ja nächsten Monat oder in 3 Monaten nochmal wieder. Ne? Das heißt, da ist eine sehr, sehr lange Phase schon davor. Und das ist vielen Frauen so nicht klar. Ja, verrückt. Also es ist dann doch in dem Sinne, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe es mir ja nicht so wirklich gedacht, weil zum Beispiel bei meiner Tante, soll ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, die hat dann so wirklich Schweiß, mit Schweiß gebadet, also wirklich so auf einmal, wirklich, ja. Also auf einmal am Tag, dann wieder frösteln, auf der anderen Seite ist absolute Gegenteil, wie du sagst, auch diese Schlafprobleme. Und dann eben auch, und das nervt viele Frauen so krass, diese kleinen Fettpösterchen, da so kleiner Speckring. Und sagt, ja gut, jetzt wird man halt alt. Ich finde übrigens generell dieser Terminus, ja, das ist jetzt, ich bin halt jetzt alt, ich bin halt jetzt alt. Das sollten wir generell steigern. Ich bin halt jetzt alt, ist absolut kein Grund, keine Begründung und sollte es auch nie sein, weil es mehr oder minder fast schon eine Ausrede ist, wenn man ehrlich ist. Das heißt, das Gewicht ist tatsächlich dann auch schon so ein Problem. Und jetzt würde mich interessieren, ja, nimmt man da jetzt grundlos zu oder was passiert denn da? Also lass mich noch einen Satz davor sagen, bevor wir zum Gewicht kommen. Hitzewallungen, also das ist ja das, was du beschreibst, was deiner Tante passiert ist, sind natürlich immer so der Klassiker, ne? Also das ist so ein klassisches Begleitsymptom der Wechseljahre. Also wenn ich das ereilt, spätestens dann weißt du, okay, ich bin in den Wechseljahren. Das muss aber nicht passieren. Ja, also bei mir zum Beispiel, ich glaube, ich hatte in dieser ganzen Zeit irgendwie mal eine Hitzewallung. Also ich bin immer nachts irgendwie so sehr schweißgebadet aufgewacht. Das war sicherlich sowas. Aber das hatte ich ein einziges Mal. Ansonsten habe ich sowas überhaupt nicht gehabt. Aber ich hatte so komische Sachen, wie plötzlich eine steife Schulter. Ja, und da kommst du ja auch nicht darauf, dass das in irgendeiner Weise was mit Hormonverschiebungen zu tun haben kann. Weiß man aber heute, dass es das hat. Diese Frozen Shoulder, das ist ein Symptom der Wechseljahre. Aber da kommt halt auch niemand drauf. Was spannend. Aber eben, so wie du richtig sagst,
Ja, ganz spannend, wirklich ganz. Es gibt so viele Symptome, die einfach gar nicht so in der Öffentlichkeit gespielt werden, die keine Frau wirklich weiß, die auch mit den Wechseljahren zu tun haben. Herzrasen zum Beispiel. Ja. Ich kenne Frauen, die hatten so schlimmes Herzrasen zwischendrin, die sind beim Kardiologen gewesen, die hatten richtig Angst, dass irgendwas mit ihrem Herzen ist. Und am Ende kann auch das, muss nicht, aber kann eben auch durch Hormonschwankungen ausgelöst werden. Ja. Also wirklich ganz krasse Sachen. Aber was viele Frauen ereilt, so wie du es eben gesagt hast, ist so eine über die Jahre schleichende Gewichtszunahme. Und das ist ja auch quasi, sind die Frauen, für die wir dieses Buch gemacht haben, weil ich bin ja jetzt keine Hormonexpertin oder Ärztin, ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Und wir wollen halt den Frauen helfen, die sagen, ich verstehe das nicht. Ich esse genau das Gleiche wie all die Jahre vorher. Ich mache auch irgendwie immer noch genau meinen Sport, den ich schon seit Jahren mache. Und trotzdem nehme ich plötzlich zu, obwohl ich nichts geändert habe. Ja, das sind jetzt keine Gewichtszunahmen von, ich war im Urlaub und komme mit 3 Kilo mehr nach Hause oder sowas. Ja, sondern das ist so eine, sind so schleichende Gewichtszunahmen von so 1 Kilo oder 1,5 pro Jahr. Aber wenn du das dann mal auf 5 Jahre hochrechnest, ja, dann bist du bei 5 bis 8 Kilo. Und das ist dann ja schon mal eine Menge, ne? Und das stört die Frauen ganz stark, kann man ja auch total verstehen. Und es stört vor allen Dingen auch, es betrifft eben auch schlanke Frauen, also auch Frauen, die man so landläufig sagen würde, so, was hast du denn? Du bist doch irgendwie total schlank. Die merken das, weil die kriegen plötzlich so ein kleines Bäuchlein. Also so eine Gewichtszunahme in jüngeren Jahren bei uns Frauen setzt sich ja dann doch eher so an den Oberschenkeln fest oder man sieht es auch im Gesicht, dass jemand so ein bisschen zugenommen hat. Aber in den Wechseljahren kriegt man plötzlich so ein Bäuchlein und dann fängt die Jeans an so zu spannen oder die Bluse darüber spannt. Ne? Und das stört Frauen wirklich massiv. Also Bauch ist bei uns Frauen ja so No-Go, ne? Wollen wir alle überhaupt nicht. Und das stört die Frauen massiv. Und das kann man eben durch die Stoffwechselveränderungen in den Wechseljahren durchaus begründen. Das ist total spannend mit dem Bauch, was du gesagt hast, weil da muss ich auch dazu sagen, da hat bei mir auch so eine ganz kleine Veränderung in den letzten Jahren stattgefunden, weil man sagt ja immer auch, klar, ich meine, ich bin 90er-Jahre-Kid, dieses klassische Millennial, wo man sagt, okay, wir hatten halt einfach, unsere Jeans hingen halt weit unten und wir hatten halt super enge Tops an und wollten auch mal einen schlanken Bauch. Dabei ist so ein bisschen Fett, also jeder, der jetzt zuhört, der sagt, ich bin jetzt eh schon wahrscheinlich wirklich schlank, dieses kleine Bäuchlein oder was auch immer ihr da seht, ja, das ist auch wichtig für die Organe, das ist wichtig, um sozusagen auch, ja, einen Geburtsapparat, sage ich mal, zu schützen. Also jetzt wirklich nicht den letzten Gramm darunter nehmen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir sprechen hier wirklich von ein bisschen zu viel. Also muss man schon von vornherein sagen, um ein gesundes Körpergefühl sprechen wir hier, ja? Ja, wir sprechen jetzt wirklich von Fetteinlagerungen in der Bauchhülle. Ne? Das ist dieses sogenannte viszerale Fett, wo man eben weiß, das ist relativ stoffwechselaktiv. Das sendet eine ganze Menge, wie soll ich sagen, ich sage immer so ein bisschen so dreckige Substanzen, die den restlichen Körper aus dem Gleichgewicht bringen. Das wollen wir einfach nicht. Ne? Das ist was anderes als das normale Unterhautfett, ja, also was irgendwie die normalen Speckpölsterchen sind. Die sind auch nicht toll, aber die sind nicht so gefährlich wie eben dieses Fett, was sich in der Bauchhülle um die Organe herum ansammelt. Aber ja, du hast vollkommen recht. Ein bisschen Fett im Körper ist normal und muss auch so sein. Zu mir hat mal ein Arzt gesagt, naja, ansonsten, wenn sie sich zur Seite rüberbeugen würden, dann würde es ja reißen. Ja, das wollen wir ja auch nicht. So, ne? Also, da hast du recht. Aber was dann eben passiert, um das mal zu erzählen in den Wechseljahren, oder weswegen man plötzlich zunimmt, ohne dass man irgendetwas geändert hat und man merkt, okay, da ist jetzt was anders, als wie ich 30 war. Das hat eben den Grund, dass irgendwann wird der Zyklus ja unregelmäßig. Ja, das passiert so, dass mal 2-mal im Jahr so ein Zyklus ausfällt. Ja, dann freust du dich sogar und denkst, naja, das macht ja gar nichts, ja, stört mich gar nicht. Um so einen Eisprung zu garantieren, braucht der Körper aber Energie. Und das kostet uns am Tag so 150 bis 200 Kilokalorien.
So, und wenn jetzt so ein Eisprung mal ausfällt, dann ist diese Energie ja quasi über. Die wird nicht verbraucht für die Bereitstellung des Eis, dafür, dass sich das Ei einnisten kann etc. Das weißt du ja aber vorher nicht. Also du weißt ja nicht, wann habe ich denn jetzt mal keinen Zyklus. Und insofern machst du weiter wie bisher, hast aber, sagen wir mal, vielleicht in dem ersten Jahr mal 2 Monate lang einen niedrigeren Energiebedarf. Im nächsten Jahr sind das dann vielleicht schon 3 Zyklen oder 4 Zyklen, die da ausfallen. Und das geht dann halt auch so ganz langsam über die Jahre, verschiebt sich halt dein Grundumsatz. Der sinkt halt so ein bisschen, ja. Und was die meisten Frauen dann machen, ist, sie fangen an, weniger zu essen. Und damit kommen sie aber so ein bisschen vom Regen in die Traufe, weil sie müssen im Grunde genommen immer, immer, immer weniger essen, um ihr Gewicht dann noch zu halten. Und dann kommst du halt irgendwann in Bereiche, wo du deinen Nährstoffbedarf gar nicht mehr decken kannst mit dem wenigen Essen. Und du schredderst dir darüber hinaus auch noch deinen Stoffwechsel. Und was dann eben noch dazu kommt, als von der Natur ein bisschen blöd eingerichtet, ich weiß nicht, warum die Natur das gemacht hat, aber es ist leider Fakt, dass wir so ab Mitte 40 fangen wir an, Muskulatur abzubauen. So 1-2% Muskulatur werden jedes Jahr abgebaut und damit sinkt der Grundumsatz ja auch. Ne? Und wenn du das nicht auffängst, indem du Sport machst, indem du Muskeltraining machst, dann hast du nicht nur den sinkenden Grundumsatz durch ausbleibenden Eisprung, sondern auch noch den sinkenden Grundumsatz durch weniger Muskulatur. Und das merkt man halt dann irgendwann. Ja, jetzt haben wir schon davon gesprochen, die Muskeln verändern sich, die Hormone verändern sich, die Organe verändern sich, was ja definitiv wie ein Zahnrad ineinander, wie ein Uhrwerk zusammenpasst. Jetzt fehlt mir noch Knochen. Da hast du nämlich in deinem Vortrag auch was ganz Spannendes erwähnt. Ja, genau. Also Knochengesundheit, finde ich, ist bei Frauen ja ein wirklich wichtiges Thema. Da geht es ja dann um Osteoporose-Vorbeugung. Und Knochen werden stabil gehalten durch Calcium, durch Vitamin D und durch Sport und Bewegung. Und gerade Frauen, die sehr wenig essen, weil sie sehr schlank sein wollen, die sind da mit den Nährstoffen manchmal nicht ganz so gut aufgestellt. Und dann kann das halt dazu führen, dass wenn du älter wirst, dass du dir bei dem kleinsten Ausrutscher schon einen Knochen brichst, was dann eben zu eingeschränkter Mobilität im Alter führt. Ich weiß, das ist, wenn man sowas sagt, das ist immer noch alles sehr, sehr weit weg. Aber wenn man mal so im eigenen Bekanntenkreis guckt bei den älteren Frauen, also wenn da jemand ist, der sich vielleicht mal einen Oberschenkelhals gebrochen hat oder so, da sieht man ja, wie viel Lebensqualität verloren geht, wenn dir sowas passiert. Und abgesehen mal davon, dass Osteoporose eine schmerzhafte Krankheit ist, ist das eben etwas, wo man gerade bei Frauen wirklich, wirklich sagen muss, Leute, achtet da drauf. Und das heißt eben auch, nicht irgendwie hier 1000 Kilokalorien Diät und sowas machen, weil damit kannst du deinen Nährstoffbedarf am Ende des Tages nicht decken. Ja, jetzt haben wir ganz schön viel von der Theorie gesprochen, was sich verändert. Jetzt hat man natürlich wahrscheinlich so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen Angst, aber man denkt sich jetzt, okay, okay, okay. Jetzt will ich aber wissen, ja. Wie geht's besser? Wie mache ich's? Was mache ich gegen die lästigen Funde? Was rätst du uns? Welche Diät schlägst du vor? Ja. Und was bringst du wirklich gar nichts? Ja, also Angst machen will ich natürlich niemandem, ja. Es ist einfach nur, ich finde, dass man sich solche Prozesse einfach bewusst machen muss, was da auf einen zukommt. Das ist so ein bisschen wie, mit 30 muss man sich auch schon Gedanken über seine Rente machen, ja, dass man da was einzahlt, weil sonst hat man am Ende nicht genug, ne? Also so ein bisschen auf dieser Ebene spielt das ja, dass man schon seinen Körper frühestmöglich in eine Stoffwechsellage bringt, die einen lange, lange, lange gesund hält, ne? Dann bist du natürlich trotzdem nicht davor gefeit, dass du vielleicht einen Autounfall hast oder dir sonst was passiert. Aber grundsätzlich, ist es, glaube ich, eine gute Investition in das eigene Leben, seinen Körper gesund zu halten. Und wenn man von uns Frauen, also wenn wir über uns Frauen reden, dann geht es eben darum, genug
Muskulatur zu erhalten, ja, weil auch die schlanken Frauen, die wo man sagen würde oder wo viele übergewichtige Frauen dann sehr neidisch hingucken und sagen, ja, was hat die denn, die ist schlank, die sind nicht immer metabolisch gesund, ja, die halten sich häufig auf Kosten ihrer Gesundheit schlank. Und was man eben sehen muss, wir haben ja zwei große Kompartimente in unserem Körper. Das eine ist die Fettmasse und das andere ist die Muskelmasse. Und was wir halt wollen ist, wir wollen im Verhältnis zur Fettmasse eine wirklich gute, groß ausgeprägte Muskelmasse. Und das haben auch schlanke Frauen nicht immer. Ja, also da kann auch das Verhältnis Muskelmasse und Fettmasse falsch sein, gekippt sein. Und die Muskelmasse ist eben das, was uns A, gesund hält im Sinne von mobil, weil wir einfach fitter und kräftiger sind, und was B, den Grundumsatz nach oben schraubt. Ja, und das ist eben die gute Nachricht. Wenn du viel Muskulatur hast, dann ist das ein sehr stoffwechselaktives Organ, sage ich mal, was Energie verbraucht, selbst wenn du auf dem Sofa rumlümmelst, ne? Und das ist der Grund, warum zum Beispiel Leute oder Männer, die ja per se mehr Muskulatur haben als wir, warum die mehr essen können, ja, weil diese Muskulatur zieht einfach schon mal denen da so ein bisschen Energie raus. Und deswegen müssen wir eben auch sehen, dass wir gerade, wenn wir in die Wechseljahre kommen, wo der Körper dann anfängt abzubauen, dass wir da entgegenarbeiten und am besten noch was draufsetzen, weil dann können wir nämlich auch wieder mehr essen. Und das wollen wir ja. Wie ändert sich die Ernährung, würdest du sagen? Ist es so, dass man ein bisschen mehr Proteine essen sollte oder mehr Ballaststoffe? Oder du hattest ja auch vorhin gesagt, viele Frauen essen exakt das Gleiche und es klappt auch nicht. Wo siehst du da den größten Aspekt der Veränderung in der Ernährung? Ja, also es klappt halt nicht, wenn sie das Gleiche essen, weil wie gesagt, die Muskelmasse geht runter, der Grundumsatz geht runter, und wenn sie da nicht mit Sport gegen anarbeiten und Muskulatur aufbauen, dann nehmen sie eben zu. Ich würde jetzt vorschlagen, also erstmal wirklich Krafttraining ins Leben einbauen, und mit Krafttraining meine ich jetzt nicht, man muss ins Fitnessstudio gehen und da neben den Pumpern irgendwie Gewichte heben. Das kann man auch alles gut im Wohnzimmer machen. In dem Buch haben wir nämlich genau solche Übungen drin, wo man wirklich im Wohnzimmer mit seinem eigenen Körpergewicht arbeiten kann, und es ist sehr verblüffend, wie schnell man sich da an den Rande der Erschöpfung mitbringen kann. Und das Zweite ist eben, du musst dem Körper natürlich dann die Bausteine zur Verfügung stellen, mit denen er die Muskulatur bauen kann. Und das ist natürlich Eiweiß. Und da kommen wir halt auch ab Mitte 40 in eine etwas andere Situation, weil ein älter werdender Körper Eiweiß nicht mehr so gut verdaut oder nicht mehr so effizient verdaut, wie das in jungen Jahren der Fall ist. Und dadurch kommt in der Zielzelle, und die Zielzelle wäre dann eben unsere Muskulatur, kommt nicht mehr so viel an. Also wenn du mit 50, ich mache mal so den Vergleich, ne, so ein 200 Gramm Joghurt, der hat vielleicht so 7 Gramm Eiweiß. Wenn eine 30-Jährige den isst, dann kommt da auch 7 Gramm Eiweiß bei ihr im Muskel an. Wenn ich das tue, ich bin deutlich über 50, dann kommt da nicht mehr so viel an, ja, weil bei mir ist das Immunsystem schon ein bisschen angeschlagen, ja, brauchen auch die Organe für ihren eigenen Bedarf und für Reparaturmechanismen ein bisschen mehr. Ich verdau nicht mehr so gut. Also da sind ganz viele Faktoren, weswegen das Eiweiß bei mir nicht mehr so gut verwertet wird, und das muss ich über die Menge ausgleichen. Also ich muss halt ein bisschen mehr Eiweiß in meiner Ernährung dann drin haben. Und das ist halt etwas, was Frauen auch nicht so ganz auf dem Zettel haben einfach. Da muss man so ein bisschen einen Shift beim Essen machen. Und das muss man auch ein bisschen sich angucken und ein bisschen üben und ein Gefühl dafür kriegen, so wo ist denn jetzt hier wie viel Eiweiß drin. Und ich sage immer gleich dazu, wenn man jetzt sehr, sehr, sehr darauf achtet, pflanzenbasiert zu essen, was im Prinzip super ist, dann muss man wirklich ein bisschen mitrechnen, weil in den meisten pflanzlichen Lebensmitteln am Ende nicht so viel drin ist und man muss dann einfach ein bisschen mehr essen. Jetzt hast du uns wirklich, wirklich viel in diesen knapp 35 Minuten über Wechseljahre erzählt. Ich muss sagen, das war eine richtig, richtig informative, tolle Folge. Und abschließend finde ich, wäre so ein ganz cooler, so ein Aha-Effekt irgendwie oder so einen geheimen Trick, wo du sagst, hey, das würdest du jetzt in einem Smalltalk einer Freundin empfehlen oder halt immer erwähnen, weil du sagst, das war bei dir so das Größte, wo du sagst, aha.
Ja, also für mich war eigentlich das größte Learning dieses, dass man denkt ja immer, Wechseljahre und diese Hormonkapriolen, die damit verbunden sind, das spielt sich in den reproduktiven Organen ab. Ja, also das hat was mit den Eierstöcken zu tun und irgendwie denkt man auch immer so in diesem Bereich. Was ich gelernt habe und was für mich wirklich so ein Aha-Effekt war und was, glaube ich, sehr wenig Menschen wissen, ist, Östrogenrezeptoren, also diese Rezeptoren, wo das weibliche Sexualhormon die Östrogene dran binden, ja, die haben wir im ganzen Körper und die haben wir ganz massiv im Gehirn. Und deswegen spielen die Wechseljahre auch wirklich in der Psyche und im Gehirn. Und diese ganzen komischen Sachen, die man hat, dass man Konzentrationsschwierigkeiten hat, dass man manchmal komplizierten Zusammenhängen nicht mehr folgen kann, dass man irgendwie ein Buch liest und drei Seiten liest und die nochmal lesen muss. Und solche Sachen, wo man immer so denkt, so, oh, komm jetzt, Alexa, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen, kann ja wohl nicht wahr sein, ja. Also das war mir überhaupt nicht klar, wie stark das Gehirn von diesen Veränderungen beeinflusst wird und eben auch der Energiestoffwechsel im Gehirn, ja, also dass man diese Erschöpfung spürt und diesen Brain Fog und diese Müdigkeit, ne, und das möchte ich ganz gerne allen Frauen sagen, ja, also wenn ihr sowas spürt, das hat nichts damit zu tun, dass ihr irgendwie alt werdet oder irgendwie euch mehr zusammenreißen müsst oder ja, also ihr seid da nicht schuld dran, sondern das sind wirklich Dinge, die der Körper in dem Moment oder das Gehirn nicht mehr leisten kann, weil einfach diese Rezeptoren nicht mehr besetzt werden von den entsprechenden Hormonen. Und man muss dann nicht gleich hingehen und gucken, ob man in irgendeiner Weise, es gibt ja inzwischen sehr, sehr fein einstellbare Hormonersatztherapien, das ist ja längst nicht mehr so wie früher und man muss da auch überhaupt keine Angst vor haben. Aber bevor man sowas macht, kann man eben, also erstmal seinen Stoffwechsel auf Vordermann bringen, das ist das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, aber man kann dann eben auch mit pflanzlichen Präparaten, so Jamswurzel, Mönchspfeffer, Traubensilberkerze, das kann man mal ausprobieren, das ist nicht genau das Gleiche, weil das sind Phytoöstrogene, aber viele Frauen sagen, ich merke da eine Veränderung, also ich spüre da eine Verbesserung. Und ich muss sagen, ich habe da viel zu spät mit angefangen, weil ich es viel zu lange nicht gepeilt habe, was hier eigentlich los ist. Und deswegen bin ich da auch so, habe ich da so ein großes Sendungsbewusstsein, dass Frauen sowas früh genug wissen, dass sie nicht irgendwie jahrelang oder monatelang rummachen und nicht wissen, was mit ihnen los ist. Ja, ich würde sagen, das waren wunderschöne Abschlussworte. Vielen Dank für diese ganzheitliche Bewertung von dem Thema Wechseljahre. Ich würde sagen, mit dem Buch und mit dieser Podcast-Folge, da gleiten wir durch wie ein Buttermesser durch die Butter. und deshalb sage ich vielen Dank, Alexa, und bis ganz bald wieder.